Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Familienpolitik ist Gesellschaftspolitik. Das haben wir hier auch mehrfach diskutiert. Und dass das das Fundament einer funktionierenden Gesellschaft ist, darüber sind wir auch alle uns einig. Die Vorredner haben hier auch schon gesagt, was alles unser Parlament für die Familien tut und wie viel Geld wir hier für die Familien investieren. Wir haben in den vergangenen 3 Jahren viele positive Entwicklungen auf den Weg gebracht. Damit möchte ich mich an dieser Stelle, auch wenn es vielleicht gerade nicht ganz so passt, aber sehr wohl für eine sehr gute Zusammenarbeit in den letzten 3 Jahren mit unserem Koalitionspartner an der einen oder anderen Stelle bedanken. Ja? Gerade in Anbetracht der Wahlkampfrhetorik, die wir alle hier in den vergangenen Wochen gehört haben, ist es umso wichtiger, die vielen positiven Gesetze, die wir hier für unsere Familien geschaffen haben, zu benennen. Wir haben noch nie so viel Geld in den Familienhaushalt eingestellt wie jetzt. Unser Land erlebt einige gewaltige gesellschaftliche Veränderungen. Arbeitswelten, Familienbilder, Flüchtlingsströme. Unser Alltag ändert sich. Wie die Zukunft der Familien aussehen soll, darüber gehen unsere Vorstellungen hier im Saal sehr wohl auseinander. Es ist nicht Aufgabe des Staates und damit der Familienpolitik, Menschen vorzuschreiben, wie sie leben wollen. Wir wollen Wahlfreiheit ermöglichen und die Schwachen schützen, die sich nicht um sich selbst kümmern können oder in Not geraten sind. Familienpolitik in Deutschland muss den Menschen die richtigen Start- und Rahmenbedingungen schaffen, damit sie so leben können, wie es für die jeweilige Familie richtig ist. Und da haben Sie, Frau Schwesig, eben unsere Familienpolitik sehr gut dargestellt. Auch die Shell-Studie hat wieder gezeigt, wie sehr die jungen Menschen in unserem Land nach Familie und Stabilität sich sehnen. 91% der Befragten stellen Vereinbarkeit von Familie und Beruf über ihre eigene Karriere. Also da ist ganz klar, dass so viele Jugendliche sich das nach einer Familie sehen. Die Deutschen wollen wieder mehr Kinder bekommen, die Geburtenzahlen steigen. Frau Schwesig, Sie hatten das eben gesagt. Nachdem wir uns im vergangenen Jahr schon über einen Plus von 32.000 Geburten freuen konnten, ist das jetzt 2015 mit einer erneuten Steigerung von 22.000 Kindern noch mal ein Zeichen dafür, wie gut unsere Familienpolitik ist. Und wir können ganz klar sagen, dass seit dem Jahr 2000 permanent die Geburtenzahlen steigen. Wir Parlamentarier müssen dafür Sorge tragen, dass unsere jungen Menschen in Deutschland den Wunsch nach Familie und Kindern auch in die Tat umsetzen können. Wir müssen aber auch die Kosten im Blick haben. Den nachfolgenden Generationen dürfen wir keine Schuldenberge hinterlassen. Deshalb beurteile ich die schwarze Null etwas anders als Sie. Und auch das ist eben eine gute Familienpolitik, damit man nicht mit so einem schlechten Erbe in die Zukunft blicken muss. Deshalb legen wir wieder einen Haushalt ohne Neuverschuldung auf, setzen super Akzente. Wenn wir hier im Plenum in dieser Woche über den Haushalt für das kommende Jahr sprechen, dann gerät manchmal in den Hintergrund, dass jeder Euro, den wir hier verplanen, von den Menschen in unserem Land erstmal erwirtschaftet werden muss. Wir geben 9,2 Milliarden Euro in diesem Jahr für das Familienministerium bzw. für unsere Familien aus. Dass das nur geht, weil wir eine gute Wirtschaft- und Arbeitsmarktsituation haben, sollte man hierbei aber bitte auch nicht vergessen. Die Ausgaben des Einzelplans 17 sind zum einen fixe Leistungen, deren Höhe sich aus dem Bedarf und langfristiger Planung ergibt, und zum anderen die Ausgaben für Kinder- und Jugendarbeit oder die Zivilgesellschaft, die der Bund ebenfalls aus der Mitte des Familienministeriums fordert, aus den Mitteln des Familienministeriums fordert. Zuerst ein Blick auf die feststehenden, die gesetzlichen Leistungen. Diese Leistungen machen den größten Anteil des Haushalts aus und sind mit 7,4 Milliarden Euro veranschlagt.
Neben Kindergeld und Kinderzuschlag fällt darunter zum Beispiel das Elterngeld. Immer mehr Familien nutzen die Vorzüge der gemeinsamen Erziehungszeit und nehmen das Elterngeld oder Elterngeld Plus wahr. Für 2017 rechnen wir daher mit 6,2 Milliarden Euro und sichern dadurch für Familien mehr Flexibilität. Ebenfalls unter die gesetzlichen Leistungen fallen die Unterhaltsvorauszahlungen, mit denen wir dafür sorgen, dass Alleinerziehende nicht in existenzbedrohende Nöte geraten, weil sie unter der fehlenden oder schlechten Zahlungsmoral des anderen Elternteils leiden. Das haben eben auch einige schon ausgeführt. Das heißt natürlich nicht, dass der eigentlich dafür Sorge tragen müsste, nämlich das andere Elternteil, sich dadurch durch seine Verpflichtungen entziehen kann. Und da müssen wir gucken, dass wir Strategien entwickeln, wie wir hier an höhere Quoten kommen. Die zweite große Gruppe von Leistungen sind all jene Maßnahmen, die unsere Gesellschaft stärken. Da ist zum Beispiel der Bundesfreiwilligendienst, den wir mit über 200 Millionen Euro finanzieren. Ein anderes Beispiel für gute Investitionen in unserer Gesellschaft sind die Mittel für das Bundesprogramm Sprachkitas. Auch Länder und Kommunen, und das bitte ich auch nicht zu vergessen, haben hohe Steuereinnahmen. Dennoch sind wir dem vielfachen Wunsch nachgekommen, mehr in die Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher zu investieren und hier zu helfen. Nachdem wir diese Qualifizierungsoffensive 2017 um weitere 150 Millionen Euro aufstocken, werden insgesamt 278 Millionen Euro zur Förderung der Qualifizierung von Erzieherinnen und Erziehern ausgegeben. Allein in meinem Wahlkreis in Düsseldorf habe ich 33 Kindertagesstätten, die an diesem Programm teilnehmen. Und hier möchte ich noch mal auf Sie eingehen, was das Bundesteilhabegesetz angeht. Es ist also so, dass bei uns sehr wohl die Kinder an Musikunterricht und auch an anderen Dingen teilnehmen, weil sehr wohl die Schulen, Kitas und auch die Sportvereine in der Lage sind, die Broschüren oder die Formulare auszufüllen, damit man da an das Geld kommt. Es ist besonders erfreulich, dass wir eine sichere Finanzierung der Mehrgenerationshäuser erreicht haben. Ich weiß, dass wir zu Anfang hier gestanden haben der Legislaturperiode und haben uns noch bemüht, dass wir überhaupt die Mehrgenerationshäuser, die wir bereits haben, gesichert bekommen. Insgesamt 14 Millionen Euro sind für 2017 eingeplant. Mir ist wichtig, dass wir langfristig die Finanzierung der Mehrgenerationshäuser nicht nur sicherstellen können, sondern auch ausbauen. Wir sind uns alle darüber im Klaren, dass wir hier mit wenig Mitteln ein riesiges, auch ehrenamtliches Engagement ins Rollen gebracht haben und dass die Mehrgenerationenhäuser wirklich sehr gute Arbeit leisten. Außerdem müssen wir Hilfsangebote für diejenigen sicherstellen, die eine helfende Hand benötigen. Durch die Finanzierung des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben zum Beispiel wird es die so wichtige Hotline gegen Gewalt gegen Frauen gesichert. Auch die Förderung der Beratungsstellen hat Leben gerettet. 240 Kinder kamen seit Mai 2014 im Zuge der vertrauten Geburt oder vertraulichen Geburt auf die Welt. Dass wir dafür die Kosten übernehmen, rettet Kinderleben. Ich bin also wirklich stolz, dass das so erfolgreich ist. Weil in meinem Umfeld, ich habe nachgefragt, gibt es nicht einen Säugling in Düsseldorf drumherum, der ausgesetzt wurde oder der jetzt ums Leben gekommen ist. Also hiermit retten wir wirklich Kinderleben. Genauso wichtig sind Beratungsangebote von Donum Vitae. Ich werde mich dafür einsetzen, dass unsere Vereinbarung zur Finanzierung umgesetzt wird und hier nicht vom Ministerium am falschen Ende gespart wird. Das Gleiche gilt auch für den Bundesjugendring, der tolle ehrenamtliche Arbeit leistet. Und da ist es eigentlich schön, dass das hier allgemeiner Konsens ist. Viele, vor allem dieser kleinen Ausgaben, bemerken die Bürger häufig nicht bewusst. Aber sie sind wichtig und sorgen dafür, dass Menschen in Not geholfen wird. Und wir unterstützen damit auch sehr wohl ehrenamtliches Engagement. An dieser Stelle möchte ich aber auch offen Kritik äußern, wo ich meine, dass es nicht gut läuft. Ich halte das Programm Demokratie leben für wichtig, aber schlecht oder zum Teil auch falsch umgesetzt. Es ist richtig und wichtig, dass wir Projekte und Maßnahmen fördern, die besonders jungen Menschen ein demokratisches Miteinander näher bringen.
Es ist wichtig und richtig, dass wir politische Bildung fördern und Initiativen unterstützen, die sich gegen Extremismus, religiösen Fanatismus und Gewalt richten. Und da ist es unerheblich, ob jemand wegen rechter oder linker Gewalt verletzt wird. Extremismus an sich ist von uns zu bekämpfen. Die aktuelle Umsetzung ist aber fehlerhaft und undurchsichtig. Niemand weiß genau, was mit den Mitteln des Bundesprogramms Demokratie lernen letzten Endes unterstützt wird. Durch die Presse gingen die Fälle, wo mit Antisalafismus-Projekten Vereine unterstützt wurden, die nachweislich eher zur islamistischen Radikalisierung beigetragen, als dass sie Toleranz und Verständnis fördern. In Norddeutschland bekommt sogar die DITIB Geld vom Familienministerium, um Islamfeindlichkeit zu bekämpfen. Wir reden seit langem darüber, dass es nicht sein darf, dass die türkische Regierung über den DITIB Einfluss in Deutschlands Zivilgesellschaft erlangt. Und dann erfahre ich, dass das Familienministerium über 250.000 Euro an DITIB-Vereine überwiesen hat. Aber nicht nur der politische Islam ist eine Bedrohung für unsere Gesellschaft. Denken Sie nur an die brennenden Autos in Berlin und an die angezündeten Wahlkampfbusse. Hier wurden CDU- und SPD-Politiker gleichsam Opfer. Wir wollen Jugendliche für Politik begeistern, nicht für politische Gewalt. Auch kann das Ministerium derzeit nicht nachvollziehen, wo Geld bei Projekten dubioser Antifa-Gruppen versackt. Da werden dann auch schon mal Aktivisten der Antifa zu Demos und Blockaden durch die Republik gefahren oder trainieren, wie man am besten Widerstand gegen Polizeimaßnahmen leistet. Wie erklären wir das den Polizisten, die jeden Tag den Kopf für uns hinhalten? Das ist bestimmt nicht im Sinne des Programms. Für mich gilt es nur eine Konsequenz aus diesen Erkenntnissen. In Zukunft muss die Verwaltung überprüfen, wer welche Förderung bekommt. Aufgabe für das Ministerium ist es daher nun, Prozesse zu entwickeln, bei denen nicht nur genauer hingeschaut wird, bevor Gelder überwiesen werden, sondern auch, wofür die Frau Gelder... Frau Kollegin, Sie denken an die vereinbarte Redezeit. Ja, von den Projekten am Ende ausgegeben wurden. Meine Damen und Herren Kollegen, Ihnen liegt ein guter Haushaltsentwurf für den Einzelplan 17 vor. Die familienpolitischen Akzente helfen dabei, den richtigen Weg für die Familien zu finden. Und wir werden noch unsere Schwerpunkte setzen und werden auch noch in den Beratungen gucken, dass die Dinge, die hier eben angezeigt wurden, die für uns noch fehlen, dass das noch eingestellt wird. Ich bin gespannt, beziehungsweise ich freue mich auf eine gute Beratung. Herzlichen Dank. Der Kollege Sönke-Rix spricht jetzt für die SPD.